Wasser, das flüssige Gold, ist im Bundesland Salzburg im Überfluss vorhanden. Als Energielieferant ist Wasserkraft hier die Basis der Stromversorgung. Mit 1200 Gigawattstunden Wasserkraftstrom aus eigener Erzeugung und rund 250 aus Beteiligungen von Wasserkraftanlagen leistet die Salzburg AG mit insgesamt 30 Wasserkraftwerken einen großen Beitrag zur Energiegewinnung. Im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen ist Strom aus Wasserkraft eine saubere, umweltfreundliche und erneuerbare Energieform, bei der keine schädlichen Emissionen entstehen. Klare Flüsse und Seen sind die Heimat unzähliger Fische. Nicht nur beim Bau von Kraftwerken, sondern auch bei der Gestaltung von Speicherseen nimmt die Salzburg AG Rücksicht auf den Naturraum. Bei der Errichtung des Kraftwerkes ist es sehr, sehr wichtig, neben der Stromerzeugung auch zu schauen, dass es für den Naturschutz und für den Gewässerschutz möglichst gute Bedingungen geschaffen werden. Ich kann hier nur erwähnen Fischaufstiegshilfen, die errichtet werden und neben den Anlagen viele Räume geschaffen werden für die Natur und auch für den Menschen. Das Kraftwerk Wald im Pinzgau am Rande des Nationalparks Hohe Tauern. Auch hier gibt es nur wenige Eingriffe in das Landschaftsbild. Fische können die Wehranlage über Fischaufstiege umgehen. Auch der Stausee Schliereralm, der als Speicher für das Kraftwerk Zederhaus im Lungau gilt, integriert sich harmonisch in die Landschaft. Im Bereich der Stauwurzel dienen angelegte Biotope als Laichgewässer. Viele Wanderer genießen dieses Naturidyll als Ausflugsziel. Grundsätzlich lassen sich drei Arten von Wasserkraftwerken unterscheiden: Laufkraftwerke, Speicherkraftwerke und Pumpspeicherkraftwerke. Die Salzburg AG betreibt 8 Laufkraftwerke. Eines davon ist das Kraftwerk Sohlstufe Lehn. Das Kraftwerk mit seinen Betonschnäbeln auf den Wehrpfeilern und dem Krafthaus auf der linken Salzachseite liegt auf Höhe des Glanspitzes zwischen Lehn-Liefering und Itzling. Die 4 Wehrfelder können bei Hochwasser geöffnet werden und das Wasser abführen. Ein Laufkraftwerk zeichnet sich dadurch aus, dass simpel die natürlich zufließende Wassermenge immer genau in der Form, wie sie vorliegt, abgearbeitet wird und energetisch genutzt wird. Hier beim Kraftwerk Sohlstufe Lehn fließt das Wasser in den Speicherraum. Der Speicherraum bildet sich nur dadurch, weil das Wasser aufgestaut wird, damit man eine gewisse Fallhöhe erreicht, fließt aber genau mit dem natürlichen Zufluss, wie es hereinfließt, durch die Turbinen in das Unterwasser und fließt sozusagen weiter. Das heißt, das natürliche Gefälle des Flusses wurde hier genutzt, um das Wasser sozusagen energetisch zu nutzen. Laufkraftwerke können dort errichtet werden, wo niedrige Fallhöhen vorhanden sind und große Wassermengen vorwiegend, wo man keine Möglichkeit hat, einzuspeichern. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, die Wasserkraft zu nutzen, um Grundlast zu erzeugen. Bei den Speicherkraftwerken ist es so, dass man das Wasser in einem See sammelt, durch unterirdisch liegende Stollen und Rohrleitungen zu einem tiefer liegenden Kraftwerk ableitet, dort energetisch nutzt, aber halt nur in dem Maße, wie man es zu dem Augenblick braucht. Das Kraftwerk Böckstein geht als erstes der Kraftwerksgruppe Gasteinertal 1981 ans Netz. Es ist die Hauptstufe der Kraftwerksgruppe und nutzt die 455 Meter Höhenunterschied zwischen Nassfeld und Böckstein zur Stromproduktion. Der 2007 erweiterte Tagesspeicher kann 230.000 Kubikmeter Wasser aufnehmen und wird durch eine 22 Meter hohe Betonschwergewichtsmauer geschlossen. Hier wird Wasser aus dem Bockertsee aufgenommen, das die Turbine im Krafthaus Nassfeld bereits durchlaufen hat. Im Kraftwerk Böckstein kann somit sowohl das Unterwasser des Kraftwerks Nassfeld als auch das Wasser aus dem Tagesspeicher abgearbeitet werden. Speicherkraftwerke sind technisch so gestaltet, dass sie in möglichst kurzer Zeit bedarfsmäßig elektrische Leistung liefern können.
Speicherkraftwerke haben den großen Vorteil, dass ich die Energie genau dann erzeugen kann, wenn ich sie auch wirklich brauche und somit Spitzenlastabdeckung damit betreibe. Ein Pumpspeicherkraftwerk unterscheidet sich nur in geringer Form von einem normalen Speicherkraftwerk. Ein Pumpspeicherkraftwerk hat zusätzlich zu dem, was ein normales Speicherkraftwerk hat, auch ein Unterbecken, das heißt ein tiefliegendes Becken. Und man nutzt das so, dass das Wasser aus dem tiefliegenden Becken in das Oberbecken gepumpt wird, wenn man Energieüberschüsse hat, wenn man Energie speichern will, und wenn man sie dann abrufen will, dann fährt man es wieder vom Oberspeicher in den Unterspeicher energetisch ab und erzeugt Energie. Das Speicherkraftwerk Hintermoor ist das erste Kavernenkraftwerk im Bundesland Salzburg. Die Speicherung des Wassers im Rotgüldensee ermöglicht Spitzenstromerzeugung und trägt zum Hochwasserschutz bei. Zwischen 2006 und 2008 wird Hintermoor zu einem Pumpspeicherkraftwerk ausgebaut. In der Kaverne befindet sich eine reversible Francis-Pumpturbine. Sie erzeugt im Turbinenbetrieb mit Wasser aus dem Rotgüldensee Strom. Als unteren Speicher nutzt das Kraftwerk den Ölschützenspeicher. Zwischen Staubecken und Kraftkaverne muss ein 1720 Meter langer Druckstollen geschlagen werden. Im Pumpbetrieb befördert sie das im Ölschützenspeicher zwischengelagerte Wasser in den Rotgüldensee zurück. So steht jederzeit Wasser für die kurzfristige Erzeugung von Spitzenstrom zur Verfügung. Wenn Energieüberschüsse vorhanden sind, zum Beispiel aus Laufkraftwerken oder aus thermischer Kraftwerkserzeugung oder eben auch, und das ist ganz wichtig, aus anderen erneuerbaren Energiequellen wie Windenergie oder Solarstrom, nutze ich diesen überschüssigen Strom, speichere ihn ein und nutze ihn dann, wenn eben kein Solarstrom zur Verfügung steht oder kein Windstrom, um Energie ständig für den Kunden genau dann zur Verfügung zu stellen, wenn er gebraucht wird. So leisten die 30 Wasserkraftwerke der Salzburg AG auch in Zukunft einen wichtigen Beitrag zur erneuerbaren Energieversorgung im Bundesland Salzburg.